Der aktuell günstigste Brabus kommt ausgerechnet aus China, sorgt aber dafür, dass Golf-GTI-Fahrer und ehemalige Abarth 500-Käufer neidisch werden. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Smart Hashtag One Brabus. Die höchste Ausbaustufe der Hashtag One Variante und ich denke, zu Beginn des Videos können wir eine Sache klären. Wir müssen uns nicht mehr darüber aufregen, dass Smart nicht mehr das ist, was sie früher mal mit dem Smart 4.2 vielleicht gewesen sind. Nein, Smart geht ganz neue Wege und das haben sie nicht zuletzt auch mit ihrer neuesten Studie gezeigt. Mit der Brabus Variante geht Smart aber nochmal neue Wege, denn 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h oder sogar nur 3,7 in der Hashtag 3 Variante, die wir euch auch schon zeigen konnten im direkten Vergleich, verlinke ich euch mal da oben. Und heute eben die Hashtag One-Variante. Das Vernunftsmodell von Smart, wenn man es so nennen will, mit verstellbarer Rücksitzbank, einiges an Platz im Innenraum durch modulare Konzepte und einem Einstiegspreis von 51.700 Euro. Ich weiß, das hat es in sich, aber dafür steht halt auch Brabus auf dem Schweller. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mir viel zu viel Geld und neue Elektroautos sind eh zu teuer, dann schaut gerne mal unterhalb des Videos bei InstaDrive vorbei, meinem Kanalpartner, wenn es ums Thema Auto-Abo geht. Denn dort könnt ihr gebrauchte Elektroautos aktuell mega günstig im Abo-Modell nehmen. Heißt, ihr habt nur einen monatlichen Kostenpunkt inklusive den Leasingkosten, der Versicherung, den Verschleiß, der Wartung und eben keinem Restwertrisiko. Und so kann man ganz entspannt auch gebrauchte E-Autos fahren. Wir persönlich machen das auch aktuell. Deswegen schaut da gerne mal unterhalb des Videos vorbei und spart auf eure Gesamtlaufzeit bzw. bekommt zusätzlich auf eure Gesamtlaufzeit nochmal 5000 Kilometer on top. Also 5000 Kilometer mehr fahren, als ihr eigentlich zahlt. Wir schauen uns jetzt aber den Smart Hashtag One Brabus erst einmal von außen an. Nachdem es ein Hashtag One mit einigen Brabus-Anbauteilen ist, schauen wir uns auch diese primär an und nicht das Fahrzeug an sich. Haben wir euch ja schon des Öfteren gezeigt. Natürlich dürfen rote Akzente nicht fehlen. Die sind aber teilweise clever verbaut, zum Beispiel diese roten Akzente im Grill, die sieht man nur, wenn man von oben drauf schaut. Im Bereich der Motorhaube gibt es dann angedeutete Luftschlitze, die aber keinerlei Funktion bieten und das gewohnte durchgezogene Leuchtenband samt der Matrix-LED-Scheinwerfer. Diese haben hier keine Extrasignatur, sind die aber von Haus aus schon cool gezeichnet und haben beispielsweise diese LED-Einsätze hier mit dem Schriftzug, dass es sich eben um die höchste LED-Variante handelt. An der Seite setzen sich die roten Elemente fort, nicht zu zuletzt dann auch passenderweise in den roten Bremssätteln. Soll halt etwas sportlich nach vorn gehen. Ich finde aber auch die Felgen vor allem hier in Verbindung mit dem silbernen Fahrzeug sehr, sehr cool. Die Spiegelkappen sind schwarz und natürlich rot. Es gibt eine rote Akzentleiste und einen Brabus-Schriftzug im Schweller. Wer etwas genauer hinsieht, der findet beim Öffnen der Tür noch einmal ein rotes Element und unverkennbar, das Dach ist komplett rot und dementsprechend auch dieser Art Tropfen, der sich da vom Dach inklusive Smart-Logo einmal nach unten zieht. Die rote Rückleuchte ist dabei fast nur eine Randnotiz. Darüber gibt es dann einen sehr markanten Spoiler, sehen wir gleich beim Öffnen der Heckklappe nochmal. Und es gibt auch in der Heckleuchte dann so eine kleine LED-Signatur. Das finde ich immer ganz cool, wenn das nicht einfach nur rot leuchtet. Und im unteren Bereich gibt es natürlich auch nochmal Brabus und den roten Streifen. Der setzt sich im Übrigen von der Seite fort und das rundet das Ganze ganz gut ab. Hinten angekommen reden wir natürlich über den Kofferraum und den wohl kritikreichsten Punkt an diesem Fahrzeug. Denn mit 313 Litern, laut Smart selbst, hat das Fahrzeug einen Kofferraum, der kleiner ist als unser Kia EV9, wenn wir volle 7 Sitze nutzen. Und dazu kommt, dass ein Großteil des Kofferraums leider nicht hier oben ist, sondern darunter versteckt. Und wenn man hier in der Brabus-Variante das Beats-Sound-System hat, dann kann man den Platz nicht mal optimal nutzen, denn da ist der Subwoofer noch mit drin und das nimmt so ungefähr ein Viertel des unteren Platzes ein. Obwohl eigentlich nach unten echt viel Platz wäre, nutzt man so hier oben den Bereich und der ist wirklich klein. Dem Brabus kommt dabei zugute, dass man die Rücksitzbank verstellen kann und so hat man dann die Möglichkeit, noch mal so ungefähr 10 cm mehr Platz rauszuholen. Wenn man das bei beiden Seiten macht, dann ist das wirklich einiges und sorgt dafür, dass man dann doch ein bisschen was mitnehmen kann. Wir machen ja immer den Kinderwagen-Check, brauchen wir hier gar nicht probieren, aber ein Buggy oder so sollte schon reinpassen, vielleicht nicht der Länge nach, aber dann in der Breite und wenn ihr die Sitze eben nach hinten fahrt, holt ihr ein bisschen mehr raus. Dafür gibt es noch optional die Schießsack-Durchreiche, so einmal hier ziehen,
dann kann man bei umgeklappter Mittelarmlehne längere Gegenstände durchladen und das eben auch, wenn man die Rücksitze hinten lässt. Denn wir schauen uns gleich innen an, wie es ist, wenn man die Sitze verfährt. Da ist nämlich nicht viel mehr Platz als für einen Kindersitz und selbst für den wird es mit Isofix-Verankerung schwierig. Aber das zeigen wir euch gleich im Detail. Für den Kofferraum sei so viel gesagt, ich finde auch, die Hutablage könnte ein bisschen höher hängen, dass man besser einladen könnte. Und weil das hinten so flach abfällt, bringt es auch nichts, wenn ihr die rausnehmt und nach oben aufbaut. Denn da ist schlichtweg kaum mehr Platz. Also ein Fahrzeug, was zwar innen sehr modular ist, aber am Kofferraum wirklich Abstriche machen muss. Und die anderen Konzernbrüder wie ein Volvo EX30 oder auch der Zeekr X haben halt mehr Kofferraumvolumen. Und wer noch mehr braucht, der kann halt auf den Smart Hashtag 3 setzen. Zeigen wir euch auch bei dem Alltagstest. Da ist deutlich mehr Platz. Der hat dafür aber auch größere Außenabmessungen. Wenn ihr den Test nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne unterhalb des Videos kostenlos den Kanal. Ich weiß, wir weisen euch immer darauf hin, aber es hilft uns halt extrem in unserer Arbeit und in der Möglichkeit, euch die neuesten Fahrzeuge immer vorzustellen. Und wenn wir schon über die Mitbewerber sprechen auf der eigenen Plattform, dann vielleicht auch über die anderen. Ein VW ID.3 oder auch der neue Kia EV3 können da definitiv mit genannt werden in diesem Größenbereich. Aber die eigene Geely-Plattform hat halt mit den angesprochenen EX30 und Zeekr X auch schon einiges zu bieten. Welche Variante davon findet ihr eigentlich am besten und vor allem auch optisch? Denn zum Beispiel der Zeekr, wenn er dann irgendwann nach Deutschland kommt, hat er auch einiges unter der Haube. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Umklappbar ist es auch noch im Verhältnis 60 zu 40. Jetzt haben wir wirklich alles und schauen uns den Innenraum an. Und jetzt war ich doch noch etwas zu voreilig, denn ganz alles hatten wir noch nicht, denn unter der Motorhaube versteckt sich ja noch der Frunk. Den öffne ich hier einmal für euch, dass ihr das sehen könnt. Und der fasst 12 Liter. Das sind zwar 5 Liter mehr, als es beispielsweise der Volvo EX30 macht. Man muss aber trotzdem hier wirklich Falttechniken können, um das eigene Ladekabel von Smart, so ihr seht es, jetzt kriege ich es gar nicht mehr selber rein, hier irgendwie hineinzupressen. Also entweder ihr nehmt euch da ein etwas kleineres Ladekabel, als das eigentlich zwar schön geformt, aber trotzdem sehr sperrige, um dann hier vorne den Platz tatsächlich auch nutzen zu können. Jetzt so einmal wieder zumachen und jetzt geht es tatsächlich um den Innenraum. Hier ändert sich dann genau genommen nicht viel zum normalen Smart Hashtag One. Einzig so ein bisschen das Dekor hier in diesem fast schon Art metallischem Look mit so einer leichten Struktur drauf und viel Leder und Alcantara. Das zeichnet dann hier an der Stelle die Brabus-Variante aus. Und natürlich, man hat überall rote Akzente. Egal, ob ich jetzt hier bei mir die roten Gurte anschaue, was ich immer ein sehr, sehr nettes Detail finde, oder hier diese Nähte. Wenn wir beim Lenkrad sind, bleiben wir auch kurz dabei. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass man außen Alcantara hat und innen Leder. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier einen Gebrauchtwagentest haben, aber das Testfahrzeug hier hat schon über 15.000 Kilometer drauf. Deswegen hat der ein oder andere Tester das Fahrzeug schon ein bisschen in den Händen gehabt. Und da hat sich das Alcantara hier schon ziemlich abgegriffen. Das wird dann immer so leicht speckig. Falls ihr es gehört habt, im Hintergrund, mein Handy vibrierte die ganze Zeit, denn die induktive Ladeschale hier ist wirklich meiner Meinung nach kompletter Quatsch. Zum einen ist die nicht gut positioniert, das Handy rutscht immer hin und her. Zum anderen lädt es auch fast nie das Handy, denn man muss auch wirklich exakt an dieser einen Position sein, um es ansatzweise gut laden zu können. Zum Glück gibt es daneben aber zwei USB-C-Plätze. Die braucht man nicht mehr zwingend, nicht wie zu Beginn, denn Apple CarPlay und Android Auto ist hier drauf jetzt mittlerweile kabellos und das auch standardmäßig. Außerdem ist dieses Android-basierte System hier ziemlich cool, denn es gibt einen App Store, wenn man sich mit der Smart-eigenen Smartphone-App anmeldet. Die konnten wir euch damals schon beim normalen Smart zeigen. Mein Handy packe ich jetzt aber mal hier rein, denn das tut dem Akku auch nicht so gut, wenn es die ganze Zeit geladen wird. Hierunter verstecken sich dann zwei Cupholder unter diesem Rollo und dahinter die Mittelarmlehne. Und darunter gibt es fast schon sehr, sehr untypisch eine Möglichkeit, hier dieses Fach zu kühlen, denn da ist ein Luftausgang von der Klimatisierung von hinten und mega praktisch ein Ladekartenhalter, denn hier kann ich so beispielsweise meine Maingau-Energiekarte einfach immer parat haben, weiß, die ist hier an der Stelle, steht auch drüber, Charging Card, finde ich sehr, sehr praktisch, genauso wie dieses große Verstaufach hier drunter. Jetzt haben wir noch nicht über die Displays gesprochen, da gibt es ein 9 Zoll Facher Infodisplay mit einem 10 Zoll Head-Up-Display und dem 12,9 Zoll großen Hauptdisplay hier und das ist wirklich groß. Das fällt immer direkt ins Auge, wenn man hier einsteigt. Genauso wie diese Mittelbahn hier, denn wenn man von oben drauf schaut, dann teilt die schon sehr stark den Innenraum. Und das, obwohl das Fahrzeug ein sehr, sehr luftiges Konzept hat. Hier steht man nicht nur mit dem Knie an, das engt einen auch so ein bisschen ein und dadurch fühlt man sich dann gar nicht so luftig hier drin, wie das Auto eigentlich sein könnte. Und auch diese hohe Mittelkonsole trägt dazu bei. In den Türen
Türen ist alles so ein bisschen hinterschäumt. Hier unten wird es ein bisschen härter und es ist alles sehr, sehr designt. Genauso auch wie die Sitze mit diesen roten Akzenten, dem Brabus-Logo drin und eigentlich einem sehr, sehr guten Halt. Also die sind auch mega bequem. Hat mir persönlich gut gefallen. Das Display mit allen Details schauen wir uns nachher nochmal an. Auch die Routenplanung. Den kleinen Fuchs als Assistenten hier im Fahrzeug gibt es weiterhin. Und auch an der Oberfläche hat sich leider nichts getan, aber dazu später mehr. Die Luftausströmer hier fühlen sich sehr wertig an. In der 1er-Variante ja nur 2 an der Zahl. Mit der 3er-Variante gibt es dann so Mercedes-like hier 3 Luftausströmer. Am Lenkrad gibt es auf der rechten Seite noch die Bedienung fürs ganze Multimedia und links für die Fahrerassistenzsysteme. Ich glaube, das war's zum Innenraum. Vielleicht noch die Beats-Anlage. Die ist Beats-typisch, sehr basslastig, gerade oben und in den Mitten fehlt so ein bisschen. Aber wenn man basslastige Musik mag, dann hat die es wirklich in sich. Und wir schauen mal nach hinten. Hier kann der Smart dann wirklich überzeugen, denn trotz einer Außenlänge von unter 4,30 Meter hat man hier wirklich Platz und einiges an Variabilität. Nicht nur, dass man die Lehne verstellen kann, nein, wie vorhin angesprochen, man kann die komplette Sitzbank verfahren und in der vordersten Stellung muss ich schon wirklich meine Beine zur Seite tun und selbst mit 1,73 Meter habe ich da meine Probleme zu sitzen. Wir haben es mal ausprobiert, einen Sitz mit Isofix bekommt man so leider auch nicht rein, da muss man dann auf so eine Mittelstellung gehen, aber wenn ihr den Sitz, also den Kindersitz, zum Beispiel normal mit dem Gurt fest macht, dann könnt ihr den Sitz natürlich ganz nach vorn fahren. Das geht dann auch im Verhältnis 60 zu 40, wobei der linke Sitz der einzelne ist. Und ansonsten kommt man mit den Füßen sehr gut unter den vorderen Sitz, hat eine ganz gut lange Auflagefläche und sitzt echt bequem, denn auch die Rücksitze sind vernünftig ausgespart. Dazu gibt es dann eine Mittelarmlehne, wie vorhin schon angesprochen, für die Durchreiche mit 2 Cupholdern und die fühlt sich auch hochwertig an. Hier unten, ein bisschen versteckt, gibt es einen alten USB-Anschluss und einen USB-C-Anschluss. In der Tür schön ambiente Beleuchtung und dieses große Glasdach, über das wir vorhin auch noch nicht gesprochen haben, ist in der Brabus-Variante serienmäßig und lässt sich mit einem Rollo schließen. Ansonsten ist die Materialverarbeitung hinten gut gewählt. Die Sitze sind ein bisschen nach oben geformt, also sie sind ausgespart, dass die Knie besser dahinter passen. Wie gesagt, wenn man es verfährt, ist das dann richtig an einem Limit. Aber ich finde, gerade für die Größe hat es das wirklich in sich und das Fahrzeug hat ja 3 Isofix-Punkte, 2-mal hinten und 1-mal auf dem Beifahrersitz. Also dann ist man auch sehr variabel, was da die Gestaltung angeht. Man sitzt einen Ticken höher als vorn die Passagiere, ist in der Fahrzeuggröße aber auch nichts Besonderes. Denn wenn man sich bedenkt, wie kurz der Überhang hinten ist, dann muss man hier einfach ein bisschen höher kommen, dass alles an der Stelle verbaut werden kann. Ich würde aber sagen, das war es jetzt hier zum statischen Eindruck. Ich springe nach vorne und wir reden über die wichtigen Punkte. Und das ist beim Brabus nun mal das Fahren. Egal wie viel Rot auf dem Dach oder im Innenraum ist, nichts kann darauf hinweisen, wie die Beschleunigung im Fahrzeug ist, wenn man von Sport in Brabus schaltet. Denn das ist absurd, wie schnell dieses Fahrzeug nach vorn geht. Das hätte ich nicht gedacht und das, obwohl ich das Fahrzeug schon auf Mallorca fahren konnte, als wir euch den Smart Hashtag 3 damals zeigen konnten. Aber dieser abruptartige Anzug, das hat es wirklich in sich und das zeichnet das Fahrzeug meiner Meinung nach wirklich aus im Bereich der E-Mobilität, wo ja eigentlich eh schon alle extrem performant sind. Ich mag kleine Details in der Smart-Software, wie beispielsweise, dass hier immer so eine Top-Down-Kamera, die wirklich vernünftig ist im Vergleich zur sonstigen Qualität der rückwärtigen und Frontkamera, angezeigt wird und richtig cool daherkommt. Außerdem finde ich sehr gut, dass Smart auf einige Themen gehört hat. Zum Beispiel das One-Pedal-Driving. Da musste man bislang vor jeder Fahrt hier einmal draufklicken und dann ein S-Pedal schalten. Das ist jetzt weg und auch die Warnung, dass man 10 Sekunden warten muss, bis man dann tatsächlich mit dem Thema umgehen kann, ist per se und man hat jetzt tatsächlich nur noch eine Einstellung, wenn ich die einmal hinterlege, dann ist die gespeichert und ich habe immer das One-Pedal-Driving hier im Fahrzeug aktiviert. Außer ich nutze den Brabus-Modus, denn wenn ich hier von Sport in Brabus nochmal reinschalte, wie wir es gerade gemacht haben, dann steht da, S-Pedal ist nicht verfügbar und das Fahrzeug rollt deutlich mehr aus. Es rekuperiert dann auch ein bisschen, aber da wird ein bisschen mehr angepasst, dass eben eher auf die Performance gesetzt wird und weniger auf die Energierückgewinnung. Deswegen im Alltag eher auf Komfort schalten. Ist vielleicht auch so ein kleines Instrument von Smart, einen daran zu erinnern, dass man nicht immer im Brabus-Modus fahren muss. Denn das One-Pedal-Driving hier im Fahrzeug ist ganz okay. Ich kann es nicht immer perfekt dosieren, klingt ein bisschen blöd, ist aber, dass das Gaspedal nicht immer die exakt gleiche Kennkurve hat. Und auch der Punkt, wo das One-Pedal-Driving reinfällt, ist nicht immer exakt. Dadurch ist das Segeln ein bisschen schwieriger und es kommt manchmal dazu, dass man so ein leicht abruptes Fahren hat.
aber er kann zumindest bis zum Stillstand rekuperieren und macht das dann auch ziemlich vernünftig. Ich habe ja gesagt, dass wir noch über das Display reden und das machen wir jetzt, denn die Oberfläche an sich ist leider gleich geblieben. Das heißt, man hat hier verschiedene Widgets, kann die dann größer oder kleiner machen. Man hat hier immer sehr, sehr groß den aktuellen Fahrmodus, den ich mir gern kleiner wünschen würde, denn der Platz hier ist einfach verschenkt. Ja, ich kann hier das Wetter-Widget, wenn ich es nochmal akzeptiere, zwar anzeigen und nutzen, um mir dann hier nochmal die Luftqualität oder so anzeigen zu lassen, aber auch dieser Fuchs da unten, das ist alles sehr verspielt und ein bisschen verschwenderisch. Denn beispielsweise hier die Karte, die kann ich nicht groß darstellen. Da muss ich dann immer direkt reinspringen und wenn ich rausgehe, bekomme ich nur die kleine Anzeige und habe so, außer ich nutze den Splitscreen-Modus, keine Möglichkeit, eine Karte schnell zu sehen und sehe dann nur die Pfeile, wann ich wo abbiegen muss. Das habe ich aber halt auch hier und im Head-Up-Display, da bräuchte ich es da unten eigentlich nicht. Während wir damals noch Probleme mit der Navigation und der aktiven Laderoutenplanung hatten, ist das auch Geschichte, denn das Fahrzeug kann einem jetzt die Route inklusive Ladestops anzeigen. Und wenn ich hier reinklicke, dann seht ihr von uns hier in Augsburg bis nach Berlin entsprechend die Ladestops. Ich kann einmal reinklicken und bekomme dann angezeigt, wann ich wo laden muss. Ich sehe zwar nicht, wie lange ich lade, aber zumindest, dass ich hier die Info bekomme, ist ja schon mal was. Und dann kann man sich da entlanghangeln. Also an der Stelle auch schon mal ein großes Lob, dass das eben verbessert wurde. Ihr seht schon, wenn ich hier ganz leicht an die Spur ranfahre, beziehungsweise wenn das Fahrzeug eben erkennt, dass ich die Spur überfahren könnte, dann blinkt hier vorne der Lautsprecher. Das ist ein kleines Detail, genauso wie wenn ich blinke, dass dann nur die Seite im Fahrzeug quasi den Ton ausgibt. Das finde ich eine ganz nette Spielerei und das zeigt so ein bisschen, dass man sich da auch tief im System Gedanken gemacht hat. Die Home-Taste ist hier im Fahrzeug immer die B-Taste, also die Brabus-Taste. Wenn man das einmal weiß, kommt man damit auch ganz gut zurecht. Dann gibt es hier oben diesen App-Modus. Da sieht man dann alle Apps, die man runtergeladen hat. Da gibt es mittlerweile auch einige Spiele. Man kann zum Beispiel Beach Buggy Racing, was man auch aus dem Tesla kennt, hier drauf installieren und spielen. Da kommt auch noch einiges mehr und es gibt auch zum Beispiel eine native Spotify-App, wo man dann die Musik drüber hören kann. Und wie gesagt, Apple CarPlay und Android Auto kabellos und viel mehr braucht man dann ja an der Stelle eigentlich nicht. Jetzt aber wieder mehr zum Fahren und zum Fahrwerk und das hat es wirklich in sich, auch wenn man so ein bisschen die Höhe des Autos merkt, aber es ist wirklich gut sportlich adressiert und dadurch kommt man halt auch mit dieser Leistung ganz gut klar und kann das dann im Alltag gut umsetzen. Aber wenn ich jetzt hier im Komfortmodus auch einfach mal nur durch eine Stadt fahre, dann ist das auch in Ordnung und diese Spreizung ist ja immer das Schwierige. Das hat aber Smart hier meiner Meinung nach wirklich gut hinbekommen, auch wenn ich damals im direkten Vergleich dachte, dass die Hashtag 3 Variante durch ein etwas niedrigeres Fahrwerk noch mal ein bisschen dynamischer ist, ist ja aber auch logisch an der Stelle. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Thema Verbrauch und da kann man das Auto echt gut drücken. Ich war mega gespannt, denn ich habe mir gedacht, okay, Brabus-Variante, wir kennen es von anderen Fahrzeugen, da hat man dann oft einen ordentlichen Aufschlag, einfach aufgrund dem Mehr an Leistung. Aber wenn man das Auto entspannt im Komfortmodus oder sogar im Eco-Modus fährt, dann schafft man es bei einer sehr, sehr sparsamen Fahrweise auf Verbrauchswerte von um die 13 Kilowattstunden. Hatten wir beispielsweise, als wir mit dem Auto hier hinter dem Microlino hergefahren sind, als wir den zurück nach München bringen mussten. Das Video habt ihr nicht gesehen, schaut gerne mal da oben vorbei, ein irrwitziger Stadtflitzer. Und da kann nur 90 km/h fahren, also sind wir auch mit dem hier mit 90 km/h hinterher getuckelt und dann hatten wir einen Verbrauch von insgesamt nur 13 Kilowattstunden. Also man kann bei einer sehr, sehr entspannten Stadt-Landfahrt sowas dann auch umsetzen, bei einer Strecke von ein bisschen mehr Überland, wo man dann eben 100 oder auch mal 120 je nach Verkehrslage und Schnellstraßensituation fährt, schafft man aber auch Verbrauchswerte von 17 Kilowattstunden und das ist echt im Rahmen und dann kommt man halt mit dem Auto auch im Alltag ordentlich weit. Die WLTP-Angabe sind ja nur 400 Kilometer, klingt erst einmal so ein bisschen erschreckend, aber mit den Verbrauchswerten, die wir jetzt im Alltag hatten, da kann sich das wirklich sehen lassen und da würde ich sagen, schafft man die dann auf jeden Fall locker, wenn nicht sogar deutlich mehr. Hier kurz auf die Autobahn drauf beschleunigen geht dementsprechend auch ganz entspannt und einfach von der Hand und da wurde einiges verbessert. Zum einen ist es jetzt möglich, den Smart Pilot auch in der Brabus-Einstellung zu nutzen. Also hier Brabus-Modus ist an und ich kann den Pilot setzen. Das war früher nicht der Fall. Wurde jetzt aber behoben, da hieß es, wenn man sportlich fahren will, muss man ja nicht unterstützt fahren. Das ist jetzt hier an der Stelle anders. Und der fährt wirklich vernünftig und auch nicht mehr ganz so freigebig wie früher noch. Denn zu Beginn konnte man mit den Autos eigentlich theoretisch die ganze Zeit pilotiert fahren, ohne auch nur einmal die Hand dran zu haben. Das wurde jetzt per Software-Update gefixt, haben wir damals noch bemängelt und wurde jetzt
verbessert. Und das ist halt möglich dank der Over-the-Air-Updates, die dann direkt auf die Displays kommen. Der Pilot ist auch relativ souverän. Einzig das Thema, dass er nur bis Tempo 130 geht, finde ich ein bisschen schwierig, denn da könnte man gut und gern mal noch 20 km/h nach oben drauf geben. Bei Tesla wurde sich beschwert, als es auf 140 runter reglementiert wurde. Und jetzt darf man auch gern hier mal bemängeln, wenn es nur bis Tempo 130 geht. Der erkennt aber alle Verkehrsteilnehmer. Einzig, wenn einem einer so kurz reinschnippelt, da ist er ein bisschen langsam, aber das ist alles auf einem guten Level. Die Erkennung der Hand ist dann im Übrigen nicht per Handfläche, sondern man muss leicht am Lenkrad drehen. Und auf der Autobahn merkt man dann ganz gut die Windgeräusche. Also die ganzen Außengeräusche, das merkt man schon stark hier drin, aufgrund der steil anstehenden Frontscheibe und aufgrund der fehlenden Doppelverglasung. Das merkt man halt dann in den Fahrzeugen relativ schnell und so auch hier im Smart Hashtag One Brabus. Ist aber okay und verzeihbar, denn der Verbrauch ist auf der anderen Seite richtig gut und da war ich mega überrascht. Wenn man hier längere Zeit mit Tempo 130 unterwegs ist, dann kann man gut und gern Verbrauchswerte von immer noch unter 20 Kilowattstunden erzeugen und das trotz der Brabus-Variante. Da war ich wirklich überrascht und das gepaart mit dem Alltagsverbrauch, über den wir vorhin schon gesprochen haben, macht wirklich ein gutes Gesamtbild und auch das Fahrwerk kann hier auf der Autobahn überzeugen. Ja, man merkt an der einen oder anderen Stelle das leicht höhere Gewicht und auch die höhere Aufbauform. Ist aber alles vertretbar und Schluss ist dann bei so 184 km/h. Man merkt aber, da läuft er wirklich gegen die Wand, denn vor allem oben raus ist die Beschleunigung auch richtig gut. Also so von 150 nochmal raus beschleunigen, das ist überraschend schnell und dann merkt man dann kaum, dass das Fahrzeug eigentlich nur noch 30 km/h Puffer hat. Ich denke, wenn man den lassen würde, würde der entspannt wie ein Tesla Model Y Performance auch schnell mal auf die 250 laufen und das ohne größere Probleme. Da ist dann wahrscheinlich nur das Fahrwerk nicht so gut drauf abgestimmt und der Verbrauch wird halt höher. Deswegen wird man sich dazu entschieden haben, das hier im Fahrzeug nicht zu ermöglichen. Ja, und damit fehlt ja eigentlich nur noch das Laden und dafür habe ich gerade hier die Ladesäule mit der Mango Energiekarte, haben wir vorhin schon mal im Innenraum gesehen, entsperrt und das Fahrzeug kann dann in etwa 30 Minuten von 10% auf 80% laden. Warum in etwa? Naja, Smart gibt selber 30 Minuten an. Bei uns waren es meistens so 31 bis 33. Also egal, was wir gemacht haben, er hat es nicht so ganz hingekriegt. Dafür ist er im Bereich AC-Laden richtig gut, denn da kommt er mit 22 kW daher. Und das sorgt halt dafür, dass man dann in nur wenigen Stunden, vor allem innerstädtisch, das Fahrzeug schnell wieder aufladen kann. Das ist bei größeren Fahrzeugen, wie bei so einem EQS hinter mir, sehr wichtig. Und das betonen wir da auch immer. Bei so einem kleineren, das zusammen ist aber sehr cool, vor allem für diejenigen von euch, die sagen, hey, ich finde den echt cool, ich würde den gern fahren, habe aber keine Wallbox zu Hause. Und dann lohnt es sich natürlich auch mal in der Stadt zu laden. Und da lohnt sich auch Mango Energie, denn die haben verschiedene Preise bei AC und DC Laden und nicht einen Preis, sodass ihr dann innerstädtisch weniger zahlt als hier an der Schnellladesäule. Der Hashtag One Brabus ist wirklich spaßig. Das rote Dach muss vielleicht nicht zwingend sein, aber insgesamt ist es ein wirklich cooles Auto und ich bin mega gespannt auf euer Feedback dazu in den Kommentaren. Wenn ihr jetzt sehen wollt, wie der Hashtag One im Vergleich zum Hashtag 3 ist, dann schaut da oben vorbei und hier unten gibt es die nicht ganz so teure Einstiegsversion des Smart Hashtag One.